50 Kilometer. Im Deltabereich 6500 Kubikmeter Wasser in der Sekunde fließen ins Schwarze Meer. 10 Länder erweisen ihr die Ehre. Die Donau, der zweitgrößte Fluss Europas. Wir, Angelika und Hagen, laden euch ein, mit uns den Donauradweg zu befahren. 457 Kilometer von der Quelle bis Regensburg. Zunächst fahren wir mit dem Zug von Nürnberg nach Donaueschingen. Fahrzeit 6,5 Stunden, dreimal umsteigen. In Donaueschingen steht die St. Johannskirche, 1724 erbaut. Unterhalb der Kirche ist die gefasste Karstquelle der Donau. Adolf Herr, Bildhauer und Kunstprofessor, schuf dieses Werk. Man sieht Mutter Bar und Tochter Donau. Mutter Bar schickt ihre Tochter auf die Reise durch Europa zum Schwarzen Meer. Und wir werden ihren Weg 457 Kilometer folgen. Doch zuerst suchen wir unseren ersten Campingplatz auf, der schon nach 3 Kilometern kommt. Denn wir sind ja heute schon 6,5 Stunden Zug gefahren. Zunächst packen wir unser kleines Easycamp ein und es geht nach Tuttlingen.
Unser Weg ist zuerst flach und wir steuern auf die Ausläufer des Schwarzwaldes zu. Und schon bald kommt das erste Naturhighlight, die Donauversinkung. Ich stehe hier im Flussbett und auf kurzer Distanz vor mir verschwindet die Donau in den Untergrund. Und es geht weiter Richtung Tuttling. Campingplatz Tuttlingen. Im Sportzentrum der Gemeinde in der Nähe des Hallenbades kann man hier für 5 Euro campen. Heute kommt das nächste Naturhighlight. Wir fahren durch das schöne Donautal der Schwäbischen Alb. Riesige Felsformationen begleiten uns auf unseren Weg. Ein schönes Stück Natur kann man hier begutachten.
Wir haben unser heutiges Etappenziel, der Campingplatz Sigmaringen, erreicht. Auf den 35 Meter hohen Donaufelsen steht das Schloss Sigmaringen. Erstmals erwähnt im 11. Jahrhundert als Burg. Der Umbau zum Schloss begann ab dem 17. Jahrhundert. Nach Sigmaringen verlassen wir so langsam die Schwäbische Alb. Das Land wird flach und weit. Und nun führt unser Radweg auf viele Dämme entlang. Hochwasserschutz. Da tun sogar Endele schwimmen. Wir haben unser heutiges Ziel erreicht, der Naturcampingplatz Riedlingen. Man meldet sich telefonisch an und in der Früh kommen zwei Personen von der Gemeinde zum Reinigen der Sanitäranlagen und zum Abkassieren. Wir verlassen unser Naturcampingplatz und unser Weideweg führt uns an Ulm vorbei. Wir schauen zur größten evangelischen Kirche Deutschlands, das Ulmer Münster. Baubeginn 1377. Im Jahre 1890 wurde der Kirchturm fertiggestellt. Es ist der höchste der Welt. Mit 161,5 Meter. Und weiter geht unser Weg immer an der Donau entlang. Camping Schwarzfelder Hof, unser heutiges Etappenziel. Wir verlassen unseren Campingplatz und es ist heute ein bisschen nebelig. Dadurch kann man gut
Spinnennetze fotografieren. Unser Radweg führt über ein Stauwehr. 6 solche große Stauwehre gibt es im oberen Donaubereich. Hier wird Strom produziert und gehören der Obere Donau AG, Sitz in München. Weiter geht es durch große Auwälder. Oft sieht man am Wegesrand Herbstzeitlose. Unser heutiges Ziel, der Campingplatz Goldberg Camping. Unser Radweg führt uns heute durch Donauwörth durch. Nach Donauwörth geht es auf eine Anhöhe hinauf. Dort steht das Schloss Leitheim. Die Grundanlage wurde 1696 fertiggestellt. Danach immer wieder kleine Umbauten und Kunstwerke sowie Fresken kamen hinzu. Wir verlassen Schloss Leitheim und fahren zum Donaustausee Beroldheim, auch Segelsee genannt. Wassersport dominiert hier, wie Segeln, Kanufahren und Rudern. Danach geht es sehr bergig weiter. Als Lohn bekommt man dafür eine tolle Aussicht auf die Donau. Unser heutiges Etappenziel, der Campingplatz Neuburg an der Donau. Der Campingplatz gehört dem Donau-Ruderclub Neuburg. Das mächtige Stadtschloss Neuburg wurde im 16. Jahrhundert vom Pfalzgrafen Ott Heinrich erbaut. Heute fahren wir eine Variante des Donauradweges. Man kann über viele Ortschaften fahren oder direkt an der Donau. Wir entscheiden uns für das Letztere. In Ingolstadt kommen die Wege zusammen und wir erreichen schon bald unser Etappenziel, der Campingplatz Felbermühle bei Bad
gegingen. Heute steuern wir auf ein besonderes Naturhighlight hin, der Donaudurchbruch bei Kelheim. Aber zuvor besuchen wir erst einmal das Kloster Weldenburg. Durch Überlieferung wurde das Kloster das erste Mal im Jahre 617 erwähnt. Nach 1700 kamen dann die einzelnen Gebäude nach und nach hinzu. Im Kloster, die älteste Klosterbrauerei der Welt. 1000 Jahre Geschichte, man schmeckt es. Die Klosterbrauerei produziert im Jahr fast 30.000 Hektoliter Bier. Na dann, Prost! Und nun besuchen wir einmal die Klosterkirche St. Georg der Benediktinerabtei Weldenburg. Der Hauptraum hat eine Länge von 19,5 Meter und eine Breite von 14,5 Meter. 8 Doppelsäulen stützen die gewaltige Kuppel. Sie hat eine Höhe von 20 Meter. Geli stiftet ein paar Kerzen für unsere Familien, zum Zeichen für Glück und viel Gesundheit. Und nun geht's los. Wir fahren mit dem Schiff durch die Donauenge bzw. Donaudurchbruch bei Weldenburg. Vor 80.000 Jahren entstand durch Erosion dieser Durchbruch. Davor floss die Donau ins untere Altmühltal.
Bis zu 80 Meter hoch sind hier die Felsen. Seit 1938 ist das alles hier Naturschutzgebiet. Unter Ludwig I. wurde dieses Gebiet schon 1840 als Naturdenkmal ausgewiesen. Im fahrplanmäßigen Pendelverkehr fahren hier die Schiffe zwischen Kelheim und Weldenburg. Hier auf dem Michelsberg steht die Befreiungshalle und ist ein Denkmal. Sie steht für die Befreiungskriege gegen Napoleon zwischen 1813 und 1815. Unsere Anlegestelle in Kelheim wird frei und wir legen an. Und nun heißt es sich neu zu orientieren, wir suchen den Donauradweg. Geli hat ihn wieder gefunden und es geht weiter als an der Donau entlang. Unterwegs beobachten wir einmal Schwäne. Und wir erreichen schon bald unser heutiges Etappenziel, Campingplatz Donaulände. Es ist unsere letzte Übernachtung vor Regensburg. Doch zuvor genießen wir noch einmal die abendliche Stimmung an der Donau. Es ist nur noch ein kleiner Katzensprung bis Regensburg. Fazit: Wir nehmen mit nach Hause viel Kultur und viel Natur. Ein toller Radweg, der Donauradweg.
Unser letztes Etappenziel, Regensburg. Ein Highlight haben wir noch, der Regensburger Dom. Der alte Dom wurde 1272 und 73 durch Brände vollkommen zerstört. Im Jahre 1275 begann man mit dem Wiederaufbau. Verehrte Radlerinnen, verehrte Radler und auch liebes Publikum. Es ist geplant, den Donauradweg bis Wien weiterzufahren. Vermutlich nächstes Jahr. Wir, Angelika und Hagen, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.